Herzlich willkommen zum siebten Teil zum Bau meiner Lego-Stadt und in diesem Video bauen wir an der alten Villa weiter und damit würde ich sagen, geht's jetzt direkt los. Zu Beginn errichte ich erstmal den Vorbau der Verbindung zwischen den zwei Gebäuden, also einer Brücke. Natürlich einer Brücke, wie soll man sonst zwei Gebäude in einer Kanalstadt miteinander verbinden. Hier seht ihr die Arches, die als naja, Grundlage dienen und auf die können wir so 1x2er bzw. 2x2er Teils in Reddish bauen mit Versatz. Und hier seht ihr jetzt ein Speedbit, wie ich in 1200-facher Geschwindigkeit beschleunigt 1x2er Plates aufeinander stecke. Und das sind nicht alle 1x2er Plates, die ich hier aufeinander stecken werde. Es gibt noch einen anderen Teil des Gebäudes und noch den Teil des Gebäudes, also es sind viel zu viele. Die Fenster sind, wie im letzten Video schon gezeigt, aus 1x1er Bricks mit 1x1er Brick Modifieds gebaut. Auf die 1x1er Brick Modifieds kommen dann solche 1x1er Plates, die dann so angewinkelt werden. Und dieses Speedbuild ist es wirklich wert, gezeigt zu werden. Das heißt, ihr werdet euch damit jetzt durchquälen müssen. Und dann kommen wir zur Etage. So, wir fangen mit der eine Etage an, sage ich mal so, ihr werdet später sehen, wo die hinkommt. Auf diese Etage kommt jetzt ein Kamin. Ihr seht den Vorbau des Kamins auch mit diesen Dark Bluish Grey Plates. Auf die kommen jetzt so eine Teil und so ein paar transparente Bricks, die sonst das Feuer symbolisieren, also der Kamin soll brennen natürlich. Ja, wir haben dann noch so eine Arch, die das ganz schön abrundet und hier so 1x2er Brick Modifies mit Noppen, auf die dann so Slopes kommen werden. Wichtig, 1x2er Slopes oben und 1x1er Slopes unten, da entsteht so eine kleine Kante und das sieht doch eigentlich ganz schön aus. Hier kommt jetzt noch der Schornstein bzw. der Rauchabzug auf den Kamin. Und dann kommt abschließend hier eine Treppe hin und ein Geländer. Und hier der, naja, Essbereich. Die Stühle kommen da jetzt einfach auf die Noppen drauf und der Tisch kommt mittig auf diese zwei vorbereiteten Noppen drauf. Und das zeige ich euch dann auch gleich, wohin das kommt. Und nun die letzte Etagenplatte. Wir sehen wieder mal eine versetzte 2x2er Teilschließung, diesmal in Dark Tan. Hier kommt die Treppe raus, deswegen ist da ein Geländer. Eine zweite Treppe wird es hier nicht geben, denn diese Etage wird höher. Die wird nämlich das Arbeitszimmer des ehemaligen Haushalts, nenne ich es mal. Und hier sehen wir wieder mal, wie die Schränke gebaut sind. Einfach einmal 4er Big Modifieds mit Jumper Plates oben drauf. Und das Ganze wird dann draufgesetzt. Hier seht ihr nochmal den anderen Schrank, nur ist der jetzt aus Curve Stops gebaut. Ein paar Elemente dürfen da natürlich auch nicht fehlen. Wir sehen natürlich erstmal die Schreibfeder, wie wir man denn damals sonst geschrieben haben. Und hier sehen wir nochmal die Wand. So, die Etagen stehen an ihren Endpositionen. Die Etage, die wir gerade eben gebaut haben, seht ihr gerade hier im Bild. Dann sind die zwei vorherigen Etagen ja hinten dran, also im Hinterteil des Gebäudes über der Bootsgarage. Ja, ihr seht es gerade nicht ganz so gut, aber ich denke, ihr könnt so denken, ihr seht es ja auch gerade durch die Brücke. Und damit würde ich sagen, seht ihr hier, wie ich mit 1500-facher Geschwindigkeit beschleunigt 1x2er Plates aufeinandersetze. Also ich denke, ihr könnt mittlerweile verstehen, wie qualvoll das eigentlich ist. Und dann würde ich sagen, zeige ich euch jetzt ein Bild von der Seufzerbrücke, meine Vorlage für diesen Teil des Gebäudes, und melde mich dann live wieder. Und da steht das Gebäude auch schon an seiner Endposition. Naja, was soll ich sagen? Es gefällt mir mal wieder richtig gut. Aber es macht keinen Spaß, diese 1x2er-Plates aufeinanderzusetzen. Also, ich habe es euch ja schon mehrmals gesagt. Es dauert lange und es ist viel zu monoton. Naja, die gute Nachricht ist, nächste Woche schließen wir es endlich ab. Und nächste Woche wird es hier oben beim Dach von dem Gebäude bautechnisch durchaus spannend. Also, ich würde sagen, ihr abonniert den Kanal, um dieses Video nicht zu verpassen. Und damit bedanke ich mich wie immer recht herzlich fürs Zuschauen. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Video. Tschüss.